Grab des Propheten liegt versteckt in den Klippen über einer der vergessenen Städte. Die Legende besagt, dass der Prophet in einer Oase zur Ruhe gebettet wurde. Irgendwas ist hier. Könnte es das wirklich sein? Dies sind die Wunder des Propheten von Konstantinopel, zu Unrecht ermordet durch den Orden von Trinity. Okay, hier ist er. Bei sowas wie Wunderheilung. Werd's Notizen erwähnen das auch? Mein Griechisch ist eingerostet, aber das ist ein Hinweis auf etwas Verstecktes in der Nähe. Ich markiere mir die Orte. Mit einer fremden Armee, vermutlich die Russen. Er überzeugt sie, die Waffen niederzulegen. Er ging unbewaffnet zu ihnen. Er führte seine Anhänger durch die Wüste, zur Oase. Ein geheimer Eingang. Der Trinity-Orden verfolgte den Propheten und sein Volk erbarmungslos, bis er sie in ihrer geheimen Oase aufspüren konnte. Ein Durchgang. Hier gab es einen Kampf. Bewaffnete Soldaten gegen religiöse Pilger. Der Trinity Orden. Der Prophet. Ermordet durch den Trinity-Orden. Das war echt knapp. Sich den Weg frei.
Gefunden.